Sportclub packt es noch, weil man von Anfang an wusste, dass man um den Abstieg spielt und dass es sich einfach verdient hätte, wenn sie jetzt die letzten zwei Spiele zumindest noch 3 Punkte holen. Ja, weil sie meines Erachtens der Verein sind, der am harmonischsten ist, der am geschlossensten ist, der überhaupt keine Unruhe rechts und links hat und trotz der prekären Situation. Ja, und ich denke, das wird sich auszahlen noch da. Ja, noch ist nichts passiert. Wir haben jetzt noch 2 Endspiele. Einmal zu Hause gegen Bayern München. Bayern München liegt uns, glaube ich. Und bevor man davon ausgehen kann, dass Bayern München natürlich jetzt auch das Ausscheiden in die Champions League vielleicht trotzdem nochmal richtig Gas geben will und einen versöhnlichen Saisonabschluss hinbringen möchte. Aber nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass wir am Samstag zu Hause gegen Bayern München gewinnen werden. Ja, weil er in Hannover gewinnt, glaube ich, und die anderen entsprechend für den SC spielen. Und ich glaube, die Leistung der letzten Wochen waren so, dass man in der Lage ist, in Hannover zu gewinnen. Das ist meine Hoffnung, ja. Okay. Ja, eigentlich denke ich, das Umfeld einfach ruhig geblieben ist. Gute Trainer, Mannschaft, auch nochmal richtig motiviert und haben die besten Zuschauer, also die packen das und werden gegen die Bayern unentschieden spielen und in Hannover dann nochmal 3 Punkte holen und dann ist die Kiste in trockenen Tüchern. Ja, ich denke, wenn der Sportclub so konzentriert spielt, wie sie jetzt beim HSV gespielt haben und natürlich die Schlussminute besser übersteht, glaube ich, dass sie es dann schaffen. Weil sie einer der besten Trainer in der Bundesliga haben und sensationelle Mentalität mit Sicherheit. Gibt es da ein Endspiel in Hannover, aber kein Zweifel eigentlich daran, dass es klappen wird.